Was haben die Firmen Apple, Walt Disney und Google gemeinsam? Sie alle haben mal ganz klein als Garagenfirmen angefangen. Das heißt, ihre Gründer haben zu Beginn in kleinen Garagen oder Schuppen gearbeitet und am Ende ein ganzes Imperium geschaffen. Auch die deutsche Auswanderin Katrin Hager hat sich ein Business in der hauseigenen Garage in Kalifornien geschaffen. Dort entwirft und schneidert sie Bademode und hat sich damit einen großen Lebenstraum erfüllt. Katrin Hager ist hochkonzentriert. Can you walk a little bit up? Like when? No, 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 I mean like walking out, like really walking. Yeah. Heute ist ein besonderer Tag für die Auswanderin, denn es ist das erste Mal, dass ihre Bademode von einem Model präsentiert wird. Auf jeden Fall aufregend und macht auch Spaß. Also das sind die Momente, für die ich lebe. Die Fotos, die hier am Laguna Beach, eine Stunde südlich von Los Angeles, entstehen, sind für die Webseite und die Social-Media-Kanäle der Designerin. Erst vor wenigen Monaten hat die 51-Jährige angefangen, Bademode zu entwerfen. Hier scheint der ideale Ort dafür, denn Badesaison ist in Kalifornien auch noch im Winter. Trotzdem, für Perfektionistin Katrin könnte das Wetter heute besser sein. Mal gucken, ob die Sonne noch ein bisschen rauskommt. Ich glaube, es sieht aus, als kriegen wir noch einen kleinen Sonnenuntergang. Das wäre gut. Nachdem der Strand wegen Corona einige Zeit gesperrt war, ist Katrin nun umso dankbarer, ihn als Kulisse nutzen zu können. Eine Maskenpflicht besteht draußen derzeit nicht. Auch privat verbringt sie viel Zeit hier. Es ist wirklich ein Luxus, den ich auch nie für selbstverständlich nehme. Am Wochenende zum Strand gehen zu können oder auch mal unter der Woche, wenn gar niemand da ist, das ist einfach mega. Das ist wie ein Kurzurlaub. Doch Urlaub steht heute nicht auf dem Programm. Stattdessen sollen verschiedene Outfits möglichst perfekt in Szene gesetzt werden. Yes, that's good. That's good. I like it. Nice. Okay. Yes. Und obwohl es in Kalifornien Bademode wie Sand am Meer gibt, ist sich Katrin sicher, ihre Kreationen heben sich von der Masse ab. Das Besondere ist ja, dass es diese zwei Lagen hat. Zum einen ist der Badeanzug und dann zum anderen quasi das Kleidteil, was oben drüber hängt. Zum einen mehr Luftraum, um Sachen zu kaschieren, und zum anderen eben auch, dass es aussieht, als könnte man es auf der Straße tragen. In Katrins Garage entstehen die Badeanzüge. Hier hat sie genug Platz, sich kreativ auszutoben. Katrin ist gelernte Schneiderin und hat Modedesign studiert. Trotzdem hat sie in den vergangenen 20 Jahren meistens in anderen Branchen gearbeitet. Vor allem Events und Veranstaltungen organisiert. Corona-bedingt findet vieles derzeit online statt. Katrin hat deshalb mehr Zeit und kann sich ihrer alten Leidenschaft widmen. Ihre Motivation? Nicht jeder Körper ist perfekt. Ich habe wirklich Freundinnen, die gehen gar nicht mehr zum Strand, weil sie sich gar nicht wohlfühlen. Und ich denke, aus diesen Situationen heraus hatte ich die Überlegung, ich möchte einen Badeanzug zusammenstellen, der für jede Frau gut funktioniert. Heute kommt eine Kundin vorbei, um die Details ihres neuen Badeanzugs zu besprechen. Auch sie ist kein Fan von allzu freizügiger Bademode. Wie weit nach oben soll der Beinausschnitt sein, damit du dich wohlfühlst? Nicht zu hoch. Ich denke, vielleicht so bis zur Hüfte. Ich finde es einfach toll und ich denke, viele sind dankbar dafür. Denn für uns Frauen ist es echt schwierig, einen Badeanzug zu finden, der gut sitzt. Deswegen ist es einfach toll, wenn sich ein Badeanzug perfekt an die eigenen Kurven anpasst. Auch bei den Mustern setzt Katrin auf Einzigartigkeit, lässt auf Wunsch auch Stoffe extra bedrucken. Bis zu 12 Arbeitsstunden können so für einen Badeanzug anfallen. Zwischen 80 und 240 Dollar kosten die fertigen Stücke. Doch noch kann Katrin von ihrer Bademode allein nicht leben. Das ist eigentlich wirklich etwas, was ich einfach liebe. Dabei geht es mir eigentlich weniger darum, jetzt wirklich viel Geld damit zu verdienen, als den Kontakt mit den Kunden zu haben und Spaß daran zu haben. Katrin lebt und arbeitet seit 23 Jahren in den USA. Wegen ihres ersten Ehemannes ist sie damals ausgewandert. Die Liebe ging, aber Katrin ist geblieben. Und seit mittlerweile 9 Jahren an ihrer Seite Ash, der in der Pharmabranche arbeitet. Die beiden kennen sich schon lange und aus Freundschaft wurde Liebe. Wir haben sehr tiefgründige Gespräche. Wir sind nicht immer einer Meinung, aber wer ist das schon? Aber was ich an Katrin mag, ist, dass sie die erste Frau ist, mit der ich nicht einer Meinung sein kann und die mich auf besondere Weise herausfordert.
Wir versuchen uns gegenseitig herauszufordern. Wir unterstützen uns gegenseitig bei unseren Träumen und den Dingen, die wir tun wollen. Das Paar lebt in Newport Beach, südlich von L.A., nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt. Was ich ganz toll finde, ist, dass es eigentlich eine Village ist. Also es ist keine Stadt und die Nachbarn kennen sich noch. Man läuft durch die Straßen und man grüßt sich. Ihr Haus hat Katrin mit viel Liebe zum Detail eingerichtet. Hier lebt das Paar gemeinsam mit Katrins Sohn aus erster Ehe, Felino. Der 18-Jährige ist in Kalifornien geboren, kennt Deutschland aber von vielen Besuchen. Also ich mag es auch auf dem Land, wo meine Großeltern wohnen. Ist eigentlich ganz schön, manchmal einfach weg von allen zu sein. Da habe ich ein paar Freunde, treffen wir uns. Ist auch ein ganz leckerer Döner. Also gehe ich fast jeden Tag hin, wenn ich in Deutschland bin. Zu der Patchwork-Familie gehört außerdem Katrins Tochter Selina, die zum Studieren in Neuseeland ist, und Ashs ebenfalls erwachsene Söhne, Nikhil und Devin, sowie Ashs Mutter. Regelmäßig bekommen sie Besuch von Katrins Eltern aus Deutschland und auch Katrin versucht, zweimal im Jahr in ihre alte Heimat zu fliegen. Am allermeisten vermisse ich meine Familie. Und das ist auch nie besser geworden über die Jahre. Ich dachte immer, irgendwann wird das dann selbstverständlich. Aber das ist es nicht. Das ist immer noch ein sehr wunder Punkt. Gegen das Heimweh helfen Katrin zum Beispiel Freunde und Bekannte. Heute bekommt sie Besuch von ihrer engsten Freundin Katharina, ebenfalls eine deutsche Auswanderin. Meine deutschen Freunde, die sind einfach, würde ich sagen, ein bisschen tiefer gehend. Mit den Amerikanern kann man sehr, sehr gute Zeit verbringen. Und die sind auch sehr lustig. Aber generell würde ich sagen, sind es doch eher die Deutschen, mit denen ich dann sehr viele persönliche Sachen teile. Aber nicht nur persönliche Sachen teilt Katrin mit Freundin Katharina. Auch zum Beispiel Rezepte zum Brotbacken. In all den Jahren, die wir jetzt hier leben, haben wir noch nicht das Brot gefunden, was uns schmeckt. Die beiden Freundinnen kennen sich seit 14 Jahren und gehen seitdem durch dick und dünn. So schön ihr Leben in Kalifornien auch ist, Katrin hängt sehr an ihren deutschen Wurzeln. Ich bin 100% Deutsche. Ich fühle mich überhaupt nicht als Amerikanerin. Ich glaube, das wird sich nicht ändern. Trotzdem sieht Katrin ihre Zukunft erstmal weiter in Amerika. Hier hat sie sich eingelebt. Und hier ist sie dabei, sich ein Business aufzubauen, mit dem sie sich selbst einen großen Herzenswunsch erfüllt. Auch wenn der Fotograf mit dem Licht ein bisschen tricksen musste, Katrin ist mit den Ergebnissen sehr zufrieden. Ich denke, ich habe genau das gekriegt, was ich haben wollte. Und alle Outfits sind im Kasten und jetzt kann ich neue machen und dann können wir von vorne loslegen. Die Ideen für neue Kreationen werden der Auswanderin dabei sicher nicht so schnell ausgehen.